In der heutigen Episode Schlag den YouTuber wird der YouTuber Tante Shanti, der unter anderem einer der besten Handyspieler Deutschlands ist, gegen einen Kontrahenten aus der Lootboy Army ankämpfen, der selber sich auch als ein sehr guter Mobile-Spieler bezeichnet. Und wir werden heute herausfinden, wer der bessere von den beiden ist. Außerdem gibt es 100 Euro, falls der Kontrahent gewinnen sollte. Und wenn du bei der nächsten Folge dabei sein willst, Daumen nach oben und deinen Epic-Namen in die Kommentare schreiben. Yo, und zu unserer ersten Episode von Schlag den YouTuber haben wir den wohl besten Mobile-Spieler in ganz Deutschland, was YouTube angeht. Tante Shanti, würdest du sagen, dass du ein heftiger Mobile-Spieler bist? Ja, schon, Digga. Okay, Digga. Und bei Schlag den YouTuber, Tante Shanti auch nochmal für dich, wird jetzt gleich ein anderer Mobile-Spieler kommen, der meint, dass er besser ist als du. Er wird dich herausfordern und wenn er gewinnt, bekommt er 100 Euro und sollte er verlieren, seid ihr da draußen gefragt. Leute, schreibt jetzt euren Epic-Namen in die Kommentare, denn bei Schlag den YouTuber ist es so, wenn der YouTuber gewinnt, wird das Geld zur nächsten Episode verdoppelt und einer von euch kann mitmachen. Deswegen jetzt Epic Namen in die Kommentare und Shanti, du wolltest ein paar 1v1s, habe ich gehört, gegen mich zum Aufwärmen? Ja, normal. Okay, lass machen. Tante Shanti, guck mich mal an. Wir wollen jetzt einfach mal sehen, ich habe ja schon heftige Videos von dir gesehen, aber bist du wirklich so heftig? Leute, das müsst ihr euch überlegen. Er spielt an einem iPad und editiert so krank schnell. Okay, zeig mal, wie schnell du editieren kannst. An einem fucking iPad, Leute. Es ist nicht irgendwie ein Handy, sondern es ist ein iPad. Wenn ich mir überlege. Digga, wie geht das? Der sitzt doch bestimmt so am Handy und macht so, Alter. Okay, Digga. 1v1. Ich bin absolut kalt, aber Leute, guckt jetzt an, wie der spielt. Okay, mach einfach ein. Du baust mich runter, du kleiner Go, gell? Tschüss, Digga, du baust einfach nur ein zu. Ey! Okay, aber es ist einfach krank, Digga. Ich sag's dir jedes Mal. Wenn ihr seht, wie heftig Tante Shanti spielt, wir sind beide noch kalt. Digga, allein das hier, Digga. Ah, fuck, Alter! Das ist einfach zu krank, Alter. Okay, Leute, wir haben jetzt seinen Konkurrenten, YouTube Guild Hunter FN. Und er will heute Tante Shanti herausfordern. Wir machen Best of Three. Das bedeutet, der zuerst 2 Runden gewonnen hat, gewinnt hier die heutige Episode. Schlag den YouTuber, YouTube Guild Hunter. Du kannst jetzt gleich 100 Euro gewinnen, Digga. Bist du ready? Ja. Digga, bist du ready, ready? Ja. Denkst du, du hast eine Chance gegen Tante Shanti? Nein. Bruh. Okay, wir werden es gleich sehen. Du bist auch Mobile-Spieler, gell? Ja. Auf was spielst du? S7. Auf dem Samsung S7. Okay, da sind die beiden Jungs. Guild Hunter spielt auf dem Samsung S7, ist auch ein heftiger Mobile-Spieler. Und hier Tante Shanti, der YouTuber. Und das ist unsere erste Episode. Schlag den YouTuber. Runde Nummer 1. Edit-Parcours 2v2. Geht in die Map, Jungs. Okay, diese Map habe ich selber gebaut. Es ist ein kleiner Edit-Parcours. Bitte noch nicht anfangen. Lass mal hier hochkommen. Noah, also, hä? Aber das ist absolut einfach. Ja, es soll auch nicht schwer sein. Es soll nicht schwer sein. Ja, okay. Es geht auch darum, schneller zu sein. Wenn du einen Fehler machst, hast du verloren. So, und da hinten müsst ihr euch runterbauen. Ganz wichtig, runterbauen, nicht runterspringen. Und dann der als erstes seine Zahl hier an dem Jump-Pad getroffen hat, gewinnt. Und hat die erste Runde gewonnen. Und das ist die Runde 1 von 0. Bitte geht mal an den Anfang. Okay, dann will ich erstmal seine Editierkünste sehen. Die haben wir uns nämlich noch gar nicht angeguckt. Ja, okay. Also, Guild Hunter, das sieht aber in den Instagram-Videos flüssiger aus. Es geht los in 3, 2, 1, go! Okay, Tante Shanti, gibt ihm wirklich einen Vorsprung? Oh. Okay. Okay, Shanti läuft durch wie Butter. Guild Hunter mit seinem Handy noch ein bisschen hier am überfordert. Shanti läuft, ist jetzt locker im Vorsprung, ist aber auch kurz hängen geblieben. So einfach manche, ist es dann. Ja, manche jetzt, Dinger kann ich nicht mehr. Jetzt ist Shanti in seinem Durchlauf. Guild Hunter noch immer hinten. Guild Hunter, was machst du? Okay, Shanti fängt wieder an zu tanzen. Er will hier die Spannung selber halten. Mal gucken, wann Shanti sich traut loszulaufen. Wird er ihm die Chance geben, bis sie im Gleichstand sind? Guild Hunter weiterhin verzweifelt die Wände. Ich hoffe für Guild Hunter, dass es was wird. Komm, wir sind alle für Guild Hunter, wir wollen, dass er ein neues Handy bekommt. Tante Shanti baut sich runter, schön. Schön, wie sie Shanti runterbaut. Ich glaube, das war's für Shanti. Guild Hunter leider ganz knapp. Wir gucken noch, ob er es noch runter schafft. So, Guild Hunter leider nichts geworden hier in der ersten Runde. Woran lag's, Guild Hunter? Nichts. Ah, tut mir echt leid, Digga.
Ich glaube, du musst mal bei uns Deal or No Deal mitspielen. Leute, falls ihr es nicht wisst, bei uns einmal in der Woche gibt es auf Lootboy Deal or No Deal. Dort bekommt ihr coole Sachen. Letztens haben wir ein iPad verlost oder einen Gaming-Stuhl wie diesen hier. Sowas verlosen wir da immer in den Livestreams. Deswegen einfach abonnieren und den Deal or No Deal Livestream angucken und mitmachen. Okay, wir kommen zur zweiten Challenge. Wir sind jetzt bei der vielleicht letzten Runde. Guild Hunter, hör mir zu. Du musst jetzt das 1v1 gewinnen. Solltest du das 1v1 verlieren, hat Tante Shanti gewonnen und damit Schlag den YouTuber Episode Nummer 1 gewonnen. Das bedeutet, das Geld würde sich verdoppeln und die Leute aus dem Chat haben Glück und können bei der nächsten Episode das Doppelte gewinnen. Guild Hunter, streng dich jetzt an, okay? Es ist wichtiges Geld für dein neues Handy und ich will, dass du jetzt hier gute Leistung ablieferst. Bist du ready, Guild Hunter? Ja. Shanti, bist du ready? Okay, go. Okay, also 90s, man sieht auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall trotzdem sehr gut für Handy. Leute, er spielt an einem alten Handy. Dafür ist es echt gut. Stellt euch vor, ihr müsstet so am Handy spielen. Okay, Tante Shanti gibt ihm natürlich da absolut keine Gnade. Shanti schön im Highground. Wir gucken mal Shanti sein Gameplay an. Shanti kommt jetzt runter. Und gibt ihm aber schöne Hits. Guild Hunter hat schöne Hits gegeben. Oh! Disrespected mit der Pickaxe. Okay, und jetzt zur zweiten Runde. Wow, Shanti baut die 90 so clean an einem iPad. Das ist nochmal ganz anders. Guild Hunter aber auch wirklich ein guter Mobile-Spieler. Besonders, wenn man überlegt, auf was für einem Handy er spielt. Oh, 22er Hit mit der Pump. Oh, schaut euch das an. Digga, okay. Nein, ich schwöre bei Gott, ich bin gleich nicht mehr auf dem Deck. Okay, man merkt also, hier, Shanti sagt es auch selber, wenn es laggt, dann ist es an einem iPad echt schlimm. Oder an einem Mobile-Gerät. Aber das ist so clean. Schaut euch an, wie clean das ist, auf dem fucking Mobile-Gerät. Siebzehner Hit. Damit ist Guild Hunter jetzt bei 150 HP ungefähr. Mein Gott. Es ist einfach so schön, dazu zu gucken. Einfach mit dem Wissen, dass es auf dem Mobile-Gerät ist. Nochmal ein Hit. Blue Life ist jetzt fast weg. Guild Hunter veraimt. Guild Hunter mit AR jetzt. Da hätte Guild Hunter. Okay, was macht Shanti? Okay, Guild Hunter wartet. Shanti tanzt. So, Guild Hunter gibt ihm Hit, 110er Hit. Beide One-Shot. Oh. Jetzt muss Shanti wirklich Gas geben. Okay, Shanti gönnt sich ein Mini. Guild Hunter gönnt sich keine Minis. Jetzt muss Shanti was machen. Wird er ihn wieder pickaxen? Oh, jetzt beide in derselben Cone. Guild Hunter ist kurz da gewesen, hätte es machen können. Jetzt! Pickaxe! Hit! 4 HP! Pickaxe ihn doch, Guild Hunter! Das wäre deine Chance gewesen! Pickaxe! Guild Hunter hat ihn sich geholt, es steht 1-1! Okay. Guild Hunter baut die 90s Boden. Man sieht, sein Handy laggt. Man merkt es richtig. Sein Handy hat echt Probleme. Seht ihr das? Er tut mir richtig leid. Er könnte viel besser sein. Oh! Und dann, wenn das Handy kurz nicht leckt, dann baut er die perfekten 90s. Er braucht unbedingt ein neues Handy, Leute. Ohne Scheiß. Daumen nach oben, wenn er ein neues Handy bekommen soll. Man merkt auf jeden Fall, er hat das Potenzial. Ihm fehlt aber das Gerät. 35 HP. 35 HP, Tante Shanti. Shanti, komm mit der Pickaxe und das war's. Das war's. Eliminiert von Tante Shanti. Okay, Guild Hunter, du hast leider gegen Tante Shanti das 1v1 verloren und damit auch Schlag den YouTuber verloren. Aber ist nicht schlimm. Ich gebe dir nochmal eine Chance. Ja, es tut mir leid. 100 Euro hast du leider nicht bekommen. Ich gebe dir eine Chance auf 10 Euro. Du hast eine Chance. Wir machen ein einziges 1v1. Only Pump, wenn du mich holst, dann bekommst du 10 Euro, okay? Oh. 3, 2, 1, go. Ah, mein Aim. Oh, fuck, Digga. Er hat Reaktivgleiter an.
Schade, Bruder. Schade, schade, schade. Leider gehst du heute leer aus. Hier in der heutigen und in der ersten Episode Schlag den YouTuber Tante Shanti. Danke, dass du dabei warst. Und Leute, falls da draußen einer von euch ist, der meint, er würde Tante Shanti mit Mobile fertig machen, soll er sich gerne melden für eine weitere Episode. Schlag den YouTuber mit Tante Shanti. Dann wir suchen hier den besten Mobile-Spieler. Sollte es jemanden geben, kann er sich gerne in den Kommentaren melden. Ansonsten auch gerne euren Epic-Namen reinschreiben. Wir sind nämlich das nächste Mal mit einem anderen YouTuber am Start. Und natürlich verdoppelt sich der Einsatz. Also ein richtig geiles Ding. Und mal gucken, wer nächstes Mal dabei ist. Guild Hunter, dir vielen Dank. Schade, es hat leider nicht gereicht. Aber du bist trotzdem ein heftiger Spieler. Wenn man überlegt, Shanti, was sagst du für S7? Du weißt selber, wie schlecht man ist, wenn ein Handy laggt. Ja, Digga, dafür ist es echt gut, dafür, dass er wahrscheinlich die ganze Zeit Standbilder hat. Hat er echt ja, auf jeden Fall. Wir haben auch sein Gameplay-Material gesehen. Er hat auf jeden Fall viele Standbilder. Guild Hunter, tut mir leid. Ich hoffe, du kriegst bald ein neues Handy und dann wirst du ein richtig guter Spieler. Und dann kannst du dich gerne nochmal hier versuchen. Aber ansonsten, Digga, danke, du bist ein Ehrenmann.